Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr sei mit euch. Liebe Schwestern und Brüder, wir begrüßen Sie alle recht herzlich hier in der Kirche und zu Hause durch das Internet, wo immer Sie mitfeiern. Wir feiern heute diese heilige Messe hier als Jahresgedenken für Josef Bayer und die verstorbenen Angehörigen. Liebe Schwestern und Brüder, noch einmal Ostern daheim und nur wenige hier in der Kirche. Haben Sie Geduld. Noch einmal Ostern feiern im Kleinen. Liebe Schwestern und Brüder, mit der Feier des Palmsonntags beginnen wir die Feier der Karwoche, der großen heiligen Woche. Nicht wie sonst vor 2 Jahren noch normal, wo wir draußen angefangen haben und in Prozession eingezogen sind mit Palmzweigen und haben somit gedanklich auch nachvollziehend den Einzug Jesu in Jerusalem begangen, werden wir hier heute die Palmzweige hier segnen. Im Geist ziehen wir mit Jesus hinauf nach Jerusalem und erleben wir mit ihm seine Vollendung als von Gott gesandten Messias. Mit ihm durchleiten wir auf dem Weg des Kreuzes, den er für uns gegangen ist. Mit ihm erinnern wir uns, wie er beim Abschiedsmahl seinen Jüngern die Füße gewaschen und mit ihnen Mahl gehalten hat und seinen bevorstehenden Leidensweg als Hingabe für uns gedeutet hat. So wollen wir jetzt die Palmzweige segnen, danach 2 Strophen vom Lied hören, vom Einzug in Jerusalem, danach das Evangelium hören, 2 weitere Strophen dann hören und dann in die Liturgie weiter fortfahren. So wollen wir zunächst die Palmzweige singen. Allmächtiger Gott, am heutigen Tag huldigen wir Christus in seinem Sieg und tragen ihm zu Ehren 2 Zweige in den Händen, und 2 Zweige liegen hier vorne, die dann die Gläubigen nach dem Gottesdienst mitnehmen dürfen und sich an den Einzug Jesu in Jerusalem in ihren Häusern erinnern können. Auch die Menschen zu Hause können dann in die Kirche kommen und diese 2 Zweige holen. Nähre unseren Glauben und unsere Hoffnung. Erhöre gnädig unsere Bitten und lass uns in Christus die Frucht guter Werke bringen. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Amen. So segne diese grünen Zweige der dreifaltige Gott. Der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Evangelium nach Johannes. In jener Zeit hörte die große Volksmenge, die sich zum Passia-Fest eingefunden hatte, Jesus komme nach Jerusalem. Da nahmen sie Palmzweige, zogen hinaus, um ihn zu empfangen, und riefen: Hosanna, gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn, der König Israels. Jesus fand einen jungen Esel und setzte sich darauf, wie es in der Schrift heißt: Fürchte dich nicht, Tochter Sion, siehe, dein König kommt, er sitzt auf einem Fohlen einer Esel. Das alles verstanden seine Jünger zunächst nicht. Als Jesus aber verherrlicht war, da wurde ihnen bewusst, dass es so über ihn geschrieben stand und dass man so an ihm gehandelt hatte. Evangelium, frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Wir singen die dritte und vierte Strophe vom Lied Nummer 776. Jesus.
Jesus Christus, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in aller Ewigkeit. Lesung aus dem Buch Jesaja. Gott, der Herr, gab mir die Zunge von Schülern, damit ich verstehe, die Müden zu stärken durch ein aufmunterndes Wort. Jeden Morgen weckt er mein Ohr, damit ich höre, wie Schüler hören. Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet. Ich aber wehrte mich nicht und wich nicht zurück. Ich hielt meinen Rücken denen hin, die mich schlugen, und meine Wange denen, die mir den Bart ausrissen. Mein Gesicht verbarg ich nicht vor Schmähungen und Speichel. Und Gott, der Herr, wird mir helfen. Darum werde ich nicht in Schande enden. Deshalb mache ich mein Gesicht hart wie ein Kiesel. Ich weiß, dass ich nicht in Schande gerate. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Philippi. Christus, Jesus, war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen. Er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott über alle erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle Namen, damit alle im Himmel und auf der Erde und unter der Erde ihr Knie beugen vor dem Namen Jesu. Und jeder Mund bekennt, Jesus Christus ist der Herr, zur Ehre Gottes des Vaters. Wort des lebendigen Gottes. Dank
Christus Sieger, Christus König, Christus Herr in Ewigkeit. Christus Sieger, Christus König, Christus Herr in Ewigkeit. Christus war für uns gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott über alle erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle Namen. Christus Sieger, Christus König, Christus Herr in Ewigkeit. Zur Passion dürfen Sie sich zunächst hinsetzen. Liebe Schwestern und Brüder, Jesus hatte mit seinen Jüngern das Passia-Mahl gefeiert. Es war das letzte Abendmahl. Am Ölberg hat er Blut geschwitzt. Jesus wurde gefangen genommen. Er wurde zu den Hohenpriestern gebracht. Hören wir nun das Leiden unseres Herrn Jesus Christus nach dem Evangelisten Markus. Gleich in der Frühe fassten die Hohepriester, die Ältesten und die Schriftgelehrten, also der ganze Hohe Rat, über Jesus einen Beschluss. Sie ließen ihn fesseln und abführen und lieferten ihn Pilatus aus. Pilatus fragte ihn: Bist du der König der Juden? Er antwortete ihm: Du sagst es. Die Hohepriester brachten viele Anklagen gegen ihn vor. Da wandte sich Pilatus wieder an ihn und fragte: Willst du denn nichts dazu sagen? Jesus aber gab keine Antwort mehr, sodass Pilatus sich wunderte. Jeweils zum Fest ließ Pilatus einen Gefangenen frei, den sie sich ausbitten durften. Damals saß gerade ein Mann namens Barabbas im Gefängnis, zusammen mit anderen Aufrührern, die bei einem Aufstand einen Mord begangen hatten. Die Volksmenge zog zu Pilatus hinauf und verlangte, ihm die gleiche Gunst zu gewähren wie sonst. Pilatus fragte sie: Wollt ihr, dass ich euch den König der Juden freilasse? Er merkte nämlich, dass die Hohepriester Jesus nur aus Neid an ihn ausgeliefert hatten. Die Hohepriester aber wiegelten die Menge auf, lieber die Freilassung des Barabbas zu fordern. Pilatus wandte sich von Neuem an sie und fragte: Was soll ich dann mit ihnen tun, den ihr den König der Juden nennt? Da schrien sie: Kreuzige ihn! Pilatus entgegnete: Was hat er denn für ein Verbrechen begangen? Sie aber schrien noch lauter: Kreuzige ihn! Darauf ließ Pilatus, um die Menge zufriedenzustellen, Barabbas frei. Jesus lieferte er, nachdem er ihn hatte geißeln lassen, zur Kreuzigung aus. Thank you.
Die Soldaten führten ihn ab in den Hof hinein, der Praetorium heißt, und riefen die ganze Kohorte zusammen. Dann legten sie ihm einen Purpurmantel um und flochten einen Dornenkranz. Den setzten sie ihm auf und grüßten ihn. Sei gegrüßt, König der Juden. Sie schlugen ihm mit einem Stock auf den Kopf und spuckten ihn an, beugten die Knie und huldigten ihm. Nachdem sie so ihren Spott mit ihm getrieben hatten, nahmen sie ihm den Purpurmantel ab und zogen ihm seine eigenen Kleider wieder an. Den Vater des Alexander und des Rufus zwangen sie, sein Kreuz zu tragen. Und sie brachten Jesus an einen Ort namens Golgotha, das heißt übersetzt Schädelhöhe. Dort reichten sie ihm Wein, der mit Myrrhe gewürzt war. Er aber nahm ihn nicht. Dann kreuzigten sie ihn. Sie verteilten seine Kleider, indem sie das Los über sie warfen, wer was bekommen sollte. Es war die dritte Stunde, als sie ihn kreuzigten. Und eine Aufschrift gab seine Schuld an, der König der Juden. Zusammen mit ihm kreuzigten sie zwei Räuber, den einen rechts von ihm, den anderen links. Schüttelten den Kopf und riefen: Ach, du willst den Tempel niederreißen und in 3 Tagen wieder aufbauen? Rette dich selbst und steig herab vom Kreuz. Ebenso verhöhnten ihn auch die Hohepriester und die Schriftgelehrten und sagten untereinander: Andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten, der Christus, der König von Israel. Er soll jetzt vom Kreuz herabsteigen, damit wir sehen und glauben. Auch die beiden Männer, die mit ihm zusammengekreuzigt wurden, beschimpften ihn. Wir stehen auf. Als die 6. Stunde kam, brach eine Finsternis über das ganze Land herein, bis zur 9. Stunde. Und in der 9. Stunde schrie Jesus mit lauter Stimme:
Eloi, Eloi, lema sabachthani. Das heißt übersetzt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige von denen, die dabei standen und es hörten, sagten: hört, er ruft nach Elia. Einer lief hin, tauchte einen Schwamm in Essig, steckte ihn auf ein Rohr und gab Jesus zu trinken. Dabei sagte er: lasst, wir wollen sehen, ob Elia kommt und ihn herabnimmt. Jesus aber schrie mit lauter Stimme. Dann hauchte er den Geist aus. Zu einer kurzen Gebetsstille wollen wir uns niederknien. Da riss der Vorhang im Tempel in zwei Teile, von oben bis unten. Als der Hauptmann, der Jesus gegenüberstand, ihn auf diese Weise sterben sah, sagte er: wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Und dann fallen sie und
verlieren in der Gunst der Menschen und der Wähler und Verehrer. Die Kirche erlebt das auch. Warum sind Gottesdienste erlaubt, fragen etliche in dieser Pandemie. Neid kommt auf. Der Mensch urteilt schnell falsch. Nur bei Jesus ist es ganz anders. Er ist ganz unschuldig. Wir sind die, die um Verzeihung bitten müssen. Keiner von uns Menschen ist ohne Sünde. Aber in dieser Pandemie gibt es auch die, die jetzt bald oder schon jede Hoffnung verloren haben. Da bemüht man sich oft mit viel Idealismus und Engagement und dann werden die Pläne durchkreuzt. Eine Euphorie des Neubeginns ist nicht in Sicht. Man fällt in ein Loch der Hoffnungslosigkeit. Der Einzug Jesu in Jerusalem mit der schlagartigen Wendung vollzieht sich seit der Corona-Krise nicht nur hier und da, sondern hat schlagartig vor einem Jahr begonnen und ist noch nicht zu Ende. Das Himmelhochjauchzen und zu Tode betrübt kennen wir alle seit der Pandemie, verstärkt und das Schlimme, kein Ende ist wirklich in Sicht bisher. Als ich diese Zeile aufschreibe, habe ich gerade die Nachricht gehört, dass in Indien eine Mutation aufgekommen ist, wo selbst der Impfstoff wahrscheinlich nicht richtig wirkt. Wir können im Leben nun mal nicht alles verhindern und machen. Der Mensch muss Grenzen erkennen und er darf Gott vertrauen. Die Gesellschaft und das Virus kann grausam sein. Krankheiten aller Art können grausam sein. Aber wer fest auf Gott vertraut, zittert nicht. So sagt es einst Papst Johannes der 23. Und Papst Johannes Paul II. Hat seine Krankheit nicht versteckt. Mitleiden und zeigen, dass man sich nicht hängen lässt. Wie eisern hat doch Papst Johannes Paul II. Gegen seine Krankheit sich nicht hängen lassen. Er hatte ein unerschütterliches Gottvertrauen. Das war gerade Kranken ein Vorbild und kann auch uns bei schwierigen Situationen helfen, uns an ihm ein Vorbild zu nehmen. Und wir dürfen dieses Vorbild nicht vergessen, das er uns damals gegeben hat, sich nicht hängen zu lassen. Auch wenn es schwerer und schlimmer wurde, er hat gekämpft, er hat Gott vertraut. Und in dieser Corona-Pandemie heißt das für uns, durchhalten, noch Geduld haben. Und wenn es doch noch länger als bis zum Sommer dauert und nicht genügend Impfstoff da ist und Mutationen kommen, dann auch. Wie viele Menschen müssen mehr aushalten, die vielen schwerer? Können wir dann nicht auch durchhalten? Jesus ist solidarisch aus Liebe zu uns Menschen den Weg des Kreuzigen gegangen bis zum Ende. Er geht jedes Leid mit. Das ist die Botschaft Gottes, die Botschaft Jesu. Er lässt uns nicht allein. Unbesorgt feiern in großer Gemeinschaft an Ostern geht. Aber keiner muss diesmal allein sein. Ist das nicht ein kleiner Lichtblick? Und wir hoffen, dass alles, was an Ostern passiert, nicht zur Katastrophe wird. Möge an Ostern die Osterfreude sich danach verstärken, indem dann hoffentlich mehr geht als jetzt. Für unser Leben ist die Karwoche ganz wichtig. Ohne Palmsonntag, Gründonnerstag und Karfreitag kein richtiges Ostern.
Und beim Sonntag muss es zwei Texte des Evangeliums geben. Das gehört zu unserem Leben. Das Hosanna und das Kreuzige. Möge aber unsere Gesellschaft, aber auch die ganze Welt vorsichtig sein, zu oft Kreuzige ihn zu schreiben. Deshalb möchte ich, dass das Hosanna doch etwas deutlicher von diesem Palmsonntag in unserer Erinnerung bleibt, als das Kreuzige ihn. So dürfen wir aufstehen und unseren Glauben zum dreifaltigen Gott bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Beim Einzug in Jerusalem haben die Leute ihre Kleider vor Jesus ausgebreitet. Wir legen ihm unsere Welt zu Füßen und bitten um Heilung, wo Menschen verwundet und belastet sind. Wir sind dankbar, dass wir Gottesdienst feiern dürfen, heute und an Ostern, hier in der Kirche versammelt und virtuell. Wir beten für alle, mit denen wir verbunden sind, im Gedächtnis an Jesu Leiden, Tod und Auferstehung. Jesus, du guter Hirte, wir bitten dich, erhöre uns. Wir sind dankbar, dass die Impfungen bald das Coronavirus beherrschbar machen und hoffen, dass es auch bei den Mutationen wirkt. Wir beten für alle, die ungeduldig warten, für Wissenschaft und Wirtschaft und Politik, die für eine gerechte Verteilung der Dosen sorgen. Jesus, du guter Hirte, wir bitten dich, erhöre uns. Wir sind dankbar, dass auch führende Menschen zur Umkehr bereit sind und um Vergebung bitten und auch für mutige Menschen, die gute eigene Wege finden und sie beschreiten. Jesus, du guter Hirte, wir bitten dich, erhöre uns. Wir sind dankbar, dass es uns und vielen Menschen ziemlich gut geht. Wir beten für alle, die zu leiden haben unter dieser und anderen Krankheiten, die Angst haben und die keine Hoffnung mehr haben. Jesus, du guter Hirte, wir bitten dich, erhöre uns. Wir sind dankbar für viele Fortschritte, die der weltweite Handel auch uns ermöglicht. Wir beten für die Seeleute, die im Suezkanal festsitzen, für alle, deren Versorgung durch den Stau gefährdet ist, dass eine Lösung des Problems gefunden wird. Jesus, du guter Hirte, wir bitten dich, erhöre uns. Wir sind dankbar für lange, helle Abende und neue Erfahrungen. Wir beten für alle,
denen der Wechsel zur Sommerzeit Probleme bereitet. Jesus, du guter Hirte, wir bitten dich, Herr, für uns. Hilf der Welt, die Corona-Pandemie gut zu überstehen und die richtigen Entscheidungen zu treffen. Jesus, du guter Hirte, wir bitten dich, Herr, für uns. Lass unsere Verstorbenen in deinen Händen geborgen sein. Jesus, du guter Hirte, wir bitten dich, Herr, für uns. Jesus Christus, du gehst den Weg der Menschen durch Leid und Tod hindurch. Du schenkst uns die Hoffnung auf wirkliches neues Leben mit dir. Wir singen Hosanna und preisen dich mit dem Vater und dem Heiligen Geist heute und morgen und in Ewigkeit. Amen. Lasset uns beten. Herr, unser Gott, schenke uns Verzeihung durch das Leiden deines Sohnes. Wir haben die Verzeihung zwar durch unsere Taten nicht verdient, aber wir vertrauen auf dein Erbarmen und deine Barmherzigkeit. Darum versöhne uns mit dir durch das einzigartige Opfer unseres Herrn Jesus Christus, der mit dir lebt und herrscht in aller Ewigkeit. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken und das Werk deiner Liebe zu rühmen durch unseren Herrn Jesus Christus. Er war ohne Sünde und hat für die Sünder gelitten. Er war ohne Schuld und hat sich dem ungerechten Urteil unterworfen. Sein Tod hat unsere Vergehen getilgt, seine Auferstehung uns Gnade und Leben erworben. Darum preisen wir jetzt und in Ewigkeit dein Erbarmen und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit.
Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den Sonntag als den ersten Tag der Woche, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich, allmächtiger Gott, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung dessen. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem emeritierten Papst Benedikt, unserem Bischof Michael und allen Bischöfen, unseren Priestern, Ordensleuten, Diakonen, und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Wir denken besonders an diejenigen, für die wir diese Eucharistie feiern, alle, die einen besonderen Platz in unserem Herzen haben und an die wir jetzt besonders denken. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird. In der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln, unsere Namenspatronen, dem heiligen Bonifatius und der heiligen Elisabeth und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben, von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Kinder Gottes sind wir durch die Taufe geworden. Wir dürfen Gott unseren Vater nennen, wie Jesus es uns gelehrt hat, und voll Vertrauen zu ihm beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater,
von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zur Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Jesus hat zu seinen Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Um diesen Frieden bitten wir. Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr und der ganzen Welt nach deinem Willen Einheit und Frieden. Und dieser Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. Seht Jesus Christus, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter meinem Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Kostet und seht, wie gut der Herr ist. Bekennen wir, dass Jesus Christus in der Gestalt des Brotes unter uns gegenwärtig ist, der Leib Christi. Amen.
Lasset uns beten. Herr unser Gott, du hast uns im heiligen Mahl gestärkt. Durch das Sterben deines Sohnes gibst du uns die Kraft, das Leben zu erhoffen, das uns der Glaube verheißt. Gib uns durch seine Auferstehung die Gnade, das Ziel unserer Pilgerschaft zu erreichen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Liebe Schwestern und Brüder hier und auch zu Hause, das Coronavirus verbreitet sich weiter. Wir wissen nicht, wie es auch in der nächsten Woche aussieht. Deswegen schauen Sie einfach, wie es möglich ist. Es ist schön, dass auch unser Ministerpräsident Bouffier mit unserem Bischof Michael Gerber vereinbart hat, dass auch das Teilnehmen am Gottesdienst möglich ist. Mit diesen Sicherheitsvorkehrungen konnten wir im letzten Jahr noch nicht so ausführen, deswegen war eine Beteiligung nicht möglich. Dieses Jahr ist es möglich. Möge es auch bei steigenden Zahlen möglich sein. Entscheiden Sie auch selber und schauen Sie auch, wir haben hier die gute Möglichkeit, dass es übertragen wird. Und auch der Bischof hat die Übertragung zugesichert und sie wird es geben. Und so möchte ich auch unserem Filmteam recht herzlich danken, dass sie wieder bereit waren, diese Karwoche und die Osterfeiertage zu übertragen, sodass Sie auch von zu Hause aus mitfeiern können. Auch die, die Schichtdienst haben, können dann danach noch diesen Gottesdienst auch mitfeiern, in ein paar Stunden später, wo es dann auch noch abrufbar ist. Den Gottesdienst mitfeiern und somit auf das Osterfest vorbereiten, ist etwas Wichtiges. Recht herzlichen Dank für alle, die mitwirken und auch die mitschauen, dass wir die Sicherheitsvorkehrungen alles gut einhalten, damit wir auch gut gerüstet sind gegen das Virus. Bitten wir darum, dass auch wir Ostern feiern können, wie ich es vorhin auch schon gesagt habe, dass wir nicht in Schrecken ersticken, was Ostern dann kommen wird, sondern dass wir aufatmen können, dass Zahlen wieder runtergehen, dass sie nicht so steigen, wie sie horrormäßig vorhergesagt wurden als schlimmster Fall, sondern dass es doch etwas moderater wird als die größten Schreckensmeldungen, die wir da hören. Und so dürfen wir Gott um seinen Segen bitten. Er möge uns beistehen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Der Herr sei mit euch. Der barmherzige Gott, der seinen Sohn für uns dahingegeben und uns in ihm ein Beispiel der Liebe geschenkt hat, segne euch und mache euch bereit, Gott und den Menschen zu dienen. Und Christus, der Herr, der uns durch sein Sterben dem ewigen Tode entrissen hat, stärke euren Glauben und führe euch zur unvergänglichen Herrlichkeit. Und allen, die ihm folgen auf dem Weg der Entäußerung, gebe er Anteil an seiner Auferstehung und an seiner Herrlichkeit. Das gewähre euch der gütige und der einige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Geht hin in Frieden. Amen.